stehst mitten im Tisch. Über dir flimmern sichtbares Sirren. Hat sich Licht eingenistet? Am Rande, das Wasser schwappt in der Ladeschale, wartet laut, dass wir drüber sind. Dass das Wasser am Rand immer schal ist und labert, dass der Strand zappelt und die Lippe lappt. Dickicht gleich Dunkelheit, mal Wand durch Lichtung. Im Winter habe ich eine Fehde für alle Gezeiten ausgetragen. Durch alle Familien hindurch bis heute Schellen an den Händen, Wahnwitz. Und wahrscheinlich ist das auch der Gag, wenn ich sage, du Augenweide, du Abgangsspirale, geplatztes Perdu. Zeigst du eine Geste kaprizierender Frösche, latenter Mätressen, wächst nach Luft schnappend auf? Wald! 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 Wand, Wind, Wild, Wald, Wald. Kauen, transpirieren, wachen, wachsen, 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 wiegen, 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 kauen, wiegen, kauen, wiegen, wachen, machen, kauen, zaudern, glauben, wachen, weichen, wachen, suchen, wachsen, buchern, buchern, transpirieren, transpirieren, kauen, transpirieren, wachsen, 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 wachsen. Wo aber Gefahr ist, wachsen Rettiche auch. Also anders gesagt, sind Folger Verfolger von Folgern und verfolgte Folger auch Folger verfolgter Folger. Wenn Baum um Baum, wenn Baum dann Baum sonst, Gebüsch, Strüpp, Sträuch, Wirr. Aussage. Im Fall eines finden Gegensatzpaare ihren Gegensatz. Erster Beweis. Befindet man sich außerhalb eines, existieren ausschließlich zwei Eingänge. Befindet man sich innerhalb eines, existieren ausschließlich zwei Ausgänge. Folglich hat ein nie Eingang und Ausgang zugleich.